Liebe Weinfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich darf euch heute einen ganz speziellen Wein vorstellen, der wirklich ein Prestigewein, kann man fast schon sagen, aus dem Piemont. Sie können es bestimmt schon vermuten. Wir haben neben dem Barolo, der dort natürlich viel Renommee hat und sehr, sehr bekannt ist, jetzt ein Barbaresco, ja, von der Rebsorte her dasselbe. Wir haben die Rebsorte Nebbiolo, reinsortig Nebbiolo ist es immer. Und haben jetzt in der kleinen Provinz, wo dieser Wein vinifiziert wird und wirklich nur das beste Lesegut zum Einsatz kommt, haben wir hier einen Barbaresco, der einfach super vielschichtig in der Nase ist, sehr komplex und der schon viel Spaß im Glas auf jeden Fall ahnen lässt. Unheimlich viel Kraft. Super dicht, sehr konzentriert, macht viel, viel Spaß. Man muss auch klar dazu sagen, das ist natürlich kein Wein für 10 Euro, aber der ist wirklich sein Geld wert. Und wenn jemand Wein sucht mit Lagerungspotenzial, dann ist man bei sowas definitiv an der richtigen Adresse. Meiner Meinung nach sollte man auch definitiv diesen Wein dekantieren, weil er sich dabei dann nochmal schön entfaltet. Also ruhig mal eine Stunde dekantieren, sodass er sein volles Potenzial entfalten kann. Als Speisenbegleiter kann man ihn vielseitig einsetzen zu dunklem Fleisch, zu Wildgerichten, generell einfach zu kräftigeren Speisen. Passt der 1A. Viel Spaß damit.